Jawohl. Never mind, würde ich da sagen. Dann. Ich denke mal da hoch oder so. Oh shit. Okay, kann sich bewegen. Achso, ich kann den ja mitnehmen. Alles gut, ich hab's verkackt. Fuck. Scheiße. So dumm muss man sich erstmal anstellen. So, jetzt muss ich nach da. Heißt, dass wenn ich mal das blaue Portal da mache, ich es jetzt hier setze. Nein, okay, ich bin verwirrt. Chillen. Das geht da durch und geht hier hin. Heißt jetzt genau, dass ich okay, gut, das klappt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist, sagen wir so, ein klein wenig belastend. Ich hole mir jetzt erstmal den Block rüber, dann weiß ich ja wenigstens Bescheid. So, von dort aus muss ich hier rüber. Wenn das Blaue dahin geht. Ich muss irgendwie von dort anscheinend wieder nach da unten. Aber dafür muss ich erstmal nach dahin kommen. Das geht aber nur in eine Richtung. Wenn ich jetzt hier so mache, komme ich da nicht mehr hin. Wenn ich das Blaue da einsetze. Ich meine das Orange, sorry. Ich komme da nicht weg. Damit kann ich nichts anfangen. Außer dass ich dahin springe. Das Einzige, was ich machen könnte, ist das höher zu setzen und zu probieren, dass ich mit irgendwie rüberkomme. Wenn nicht, wird das alles schön rausgeschnitten. Ja, das passt. Ja, gut, dann mache ich es einfach so. Jetzt kann ich das Orange da hinstellen und es kommt dahin. Heißt, ich nehme mich dich jetzt mit. Nein, wir wollen nicht darüber. Nein, das passt auch nicht. Ich denke mal, ja, das muss hier hin. Erstmal ganz, ganz simpel und nicht zu kompliziert denken, das hier hochschieben. Wenn es dort oben ist, dahin. Und dann müsste es klappen. Ja. Okay, ich muss den Block mitnehmen. Okay, ich muss den Block mitnehmen.
Ach, am Arsch. Oder ich lasse den Block da kurz liegen. Dann gehe ich hier kurz hoch. Schade, schade. So, dann machen wir das Ganze mal mit dem Block. Ganz ehrlich. So, hier hin. Block rein. Ich hinterher. So. Mann. Oh, nun geht's los. Wie? Wow. Oh, wie enttäuschend. Wie enttäuschend. Ja, weil wir ziemlich lange gebraucht haben. Was passiert schneller als gedacht? Okay. Wenn GLaDOS das sagt, dann wird's das wohl sein. Keine Ahnung. Mach das, GLaDOS. Mach das. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem. Ich will, dass er die nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Okay, also das ist der Plan. Der schießt auf mich, das ist nicht so ehrenwert. Okay, den drückt's jetzt weg. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinter gucken, ob ich hier was. Nein, 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 nein. Fuck, das wollte ich nicht. Sagen wir es so. Doof gelaufen. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich muss raus. Der letzte Test war ziemlich. Ah, das kennen wir ja schon alle. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Hä? Naja. Zunächst jetzt. Mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem. Ich will, dass er dich hat. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Also gucken wir mal. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Hier kann ich safe durchlaufen, ja. Da drückt's den jetzt gegen, ja. Okay, und er muss halt hier drauf. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ah, fuck. Alles gut, wir schaffen das schon. Ist das jetzt einfach runtergefallen? Kann ich da jetzt nichts mehr machen? Okay, doch, ich kann noch was machen. Oh nein, oh nein, oh nein, das will ich nicht. Jetzt kommt der Block halt zu mir. Oh no. Heißt, dass ich jetzt einfach hier hingehe und mich rüberziehen lasse. So, ist eigentlich ziemlich simpel, glaube ich. So, jetzt wird der hier weggetragen und dann komme ich ja hier hoch. Eigentlich. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen.
Vielleicht. Naja, Wheatley ist halt ein Schwachkopf, wenn er sich durch ein wenig Macht so leicht beeinflussen lässt. Beziehungsweise er diese Macht einfach ausnutzt. Ändern kann ich es auch nicht. Uff. Test 5. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Okay. Muss das so? Ich hoffe doch. Okay, warte, wir machen jetzt hier Trick 17. So, das drückt mich jetzt hier an die Decke. Muss ich genau wohin? Darüber. Heißt das, dass ich dahin gedrückt werde? Nein, das macht halt keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Macht das Sinn? Ne, dafür müsste ich erstmal nach da oben kommen. Okay. Kacke. Wie geht es weiter? Das ist jetzt die bescheidene Frage. Da ist der Knopf, der das Teil hier droppen lässt. Okay. Mache ich erstmal hier hin. Ich meine, ich komme jetzt eh nicht direkt weiter, also müsste ich mich erstmal nochmal killen. GG. Uff. Kennen wir. Ich muss jetzt wie ich darf. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Ich hoffe, ich schaffe das. Gerade mit dem Schwierigsten, aber ich glaube nicht. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Außer ich kann. Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich das nicht machen. Geh du erstmal da hoch. Wenn ich jetzt springe, ein Portal dahin setze und ein Portal dahin. Und ich jetzt einfach just for fun durchlaufe. Okay, das würde gehen. Anscheinend würde das gehen, aber ich glaube nicht, dass ich da weit genug mitkomme. Oder ich habe es einfach nur falsch platziert. Das könnte natürlich sein. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Ja, kann ich ja. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Gut, das klappt nicht. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ach, schade. Ja, das muss ich 10-mal dieselbe Scheiße geben. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen ich Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit hier durch. Bücher lesen. Ich aber bin also kein so komme ich nicht hin. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. So hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur so, Bücher das da bringt mir ja hier gar nichts. Ich komme da nicht hoch. Außer ich benutze diese Plattform. Plattform. Komme ich auch nicht weiter. Ich habe mich verdrückt.
Ach ja. Ja, haben wir jetzt schon zum fünften Mal gehört, gefühlt. Uff, 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 wirklich. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Ja, so leck mich. Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Wie komme ich da hoch? Nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut. Ah, oh, nein, ich wäre fast runtergefallen. Alles gut. Das funktioniert. Nein, 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 nach. Oh. Ich muss das, glaube ich, einfach höher setzen, aber ich glaube nicht, dass ich, wenn ich es höher setze, dass ich dann trotzdem rankomme. Wenn ich das jetzt hier hochsetze. Nein. Da komme ich nicht hoch. Ich meine, ich kann gucken. Aber ich denke nicht. Oh nein. Nein. Leck mich. Spiel klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gehört. Ja, damit bauen sich. Das ist die Landefläche, ja, das habe ich verstanden. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Es gibt hier aber keine Plattform, wo ich sagen könnte, dass ich da irgendwie. Oh. Ich komm da nicht rüber. Ich bin mir zu doof dafür. Der fällt da einfach runter. Ernsthaft? Nein! Gut. Dann geht der Orange weg. Was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Klar war das was. So, ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben schon, ja, gute 34 Minuten Aufnahmezeit. Heißt, dass ich dementsprechend gleich aufhöre, sofern diese Leute jetzt hier, die Charaktere, was zu sagen haben. Okay, das sieht witzig aus mit dem Bluescreen. Aber ich würde sagen, das war es erstmal ein bisschen mit Portal 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren. Je nachdem, worauf ihr Bock habt. Vielleicht Freunden empfehlen. Und jetzt kommt noch eine, sagen wir, kleine Werbung für meinen Clan. Bis gleich. So, und damit willkommen zur Werbung für meinen Clan. Der heißt M1 Gaming und ja, was soll man groß erzählen? Wir haben einen Clan-TS mit vielen Mitgliedern. Die TS-IP kann ich verlinken. Und viele aus diesem Clan-TS von meinen Freunden machen dort auch YouTube-Videos, unter anderem auf dem M1 Gaming
YouTube-Channel. Da geht ihr einfach kurz auf youtube.com, lasst das hier laden, je nachdem wie schnell euer Internet halt ist, gebt hier einfach ein M1 Gaming. Hier seht ihr es gleich, M1 Gaming, direkt von mir abonniert. Ja, erkennt man an dem klassischen Profilbild hier, an dem Panda, wo auch M1 Gaming draufsteht, sieht man ja. Zurzeit 157 Abonnenten und 33 Videos. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Wenn man hier einfach drauf drückt, sieht man, hat man jetzt auch schon davor gesehen, aber sieht man es hier auch ganz gut, dass hier so, ja, Rocket League Montagen, Event Streams hochgeladen werden, beziehungsweise gestreamt werden. Auch Tutorials für Rocket League, wie zum Beispiel ein Half-Flip hier. Oder hier die Top 5 Plays of the Week oder Top 5 Shots of the Week, wie es damals noch hieß. Oder vor ein paar Monaten. Ja, so solche XXL-Varianten davon gibt es auch. Und wenn ihr euch dafür interessiert, genauso wie für solche Events, da gibt es auch so gerne solche Tournaments und also Turniere. Und wenn ihr euch halt einfach dafür interessiert, euch das gerne anschauen möchtet oder was weiß ich, könnt ihr aber auch vorbeischauen. Habe euch gezeigt, wie es geht. Einfach auf Abonnieren drücken, auf die Glocke drücken. Am besten gleich hier auf das erste Video gehen. Einfach mal liken und einen Kommentar schreiben von wegen mega geile Sache. Irgendwie so. Und dann war es eigentlich schon. Wie gesagt, TSIP werde ich dann noch einfügen, beziehungsweise unten in die kleine Box mit reinschreiben, damit ihr auch mal auf den TS kommen könnt, mit uns quatschen könnt und so weiter und so fort. Jo, also, das war's mit der Werbung. Bis demnächst.